Ah, jetzt habe ich die Sachen. Okay, wir können eigentlich theoretisch losfahren. Ja, theoretisch können wir Aber schon seit 5 Folgen losfahren, aber. kostet die, also um zu verarbeiten, kostet doch Geld, oder nicht? Was? Ja, Leute, wer ist denn der denn? um Eisen zu verarbeiten, Nee, kostet doch Eisen Geld. ist gerade schlecht. Ich guck gerade mal die Rugel für Spargel. Können wir eine Runde Spargel Also, machen? was braucht man dafür? Die Schaufel oder was braucht man für Gegenstand? Spargel, warte, Weil dann such müssen wir uns die gerade. auch holen, die Leute, ne? Wieso, wir haben doch die Lizenz dafür. Aber Ja, aber. Spargelschaufel hast du halt nicht. Du hast eine Ja, wir brauchen keine Spitzhacke. Schaufel. Spargel stichst du da. Was? Mit einer Hacke oder Ich was? kenne mich da nicht so aus im Ja, Berufsleben. dann guckt doch einer bei Z, Menü, und dann halt Food und dann halt, da steht Nee, das dann. für Spargel brauchst du echt eine Hacke. Warte mal. Okay. Eine Spitzhacke habe ich aber, wenn. Ja, eine Spitzhacke, aber du brauchst eine Hacke. Also. Hey, ich habe eine Warte. Spitzhacke. Ich. Oh, Spargel. Nein, Dino! für Spargel brauchst du nix. Ach, okay, dann ist ja gut. Moin, was wird denn Spargel das fällt hier? Hand. Stone Moin! Let's Wird Games ein gegen illegales Hexbomb. Straßenrennen oder was? Sieht so aus, Auf ne? jeden Fall, Mann! Wo ist denn hier Das Food? ist ein Wer will ein illegales Dingens Straßenrennen! Straßenrennen? Soll herkommen. Ich mache euch alle fertig. Nicht gut. Wo ist denn hier Essen? Nee, aber wenn du Spargel Hier. verarbeiten möchtest, oder bauen wir Spargel ab und verkaufen es instant? Ja, deswegen, lass mal jetzt zum Spargelfeld Weil, fahren und dann lass mal arbeiten. wenn wir auch Spargel verarbeiten, dann müssen wir das doch noch bezahlen mit dieser Lizenz eben Der halt. eine verfolgt dich, will ich zur Ja, Rede stellen. Wie kostet denn die Dingens. Spargel-Lizenz? Steht das da irgendwo bei? Ja, Fuchs und ich haben halt die Lizenz, die müssen wir eben Es verarbeiten. gibt aber nur Piratenpower, Rubbellos, Schaufel, Spitzhacke. Ich suche Also aber was gerade denn dieses jetzt? Storm Foods. Wo ist denn dieses Storm Foods? Ich habe keine Ahnung, was du meinst, glaube ich. Wer? Was? Ja, dich. Ja, auf der Karte zum Spargel verarbeiten. Ja, wie viel, ich würde ja gerne wissen, wie viel die Lizenz kostet. Keine Ahnung. Spargel. Muss zum Lizenzhändler. Lizenzhändler? Gibt's Hast du hier eine keinen? Nein, ne? Piratenbrille? Am Gibt's einen? Marktplatz, am Marktplatz. Guck mal da. Ja, da sind die Lizenzen, genau. Ich glaube da oben hier. Bei dem hier. Ah, okay. Ja, weil dann könnte ich gucken, wie viel das kostet. Ja. Da ist der scheiß Lebensmittelexport, aber wo ist dieser scheiß Dummfood? Psst, hör auf zu Flo. Warte mal. Für Landwirtschaft oder was ist das für eine Lizenz, die man braucht? Food, irgendwas. Ach da, Storm Labs, ich hab's gefunden. Du hast eine schöne Route, Spargel, danach oben da, wo der Salzhändler ist, ist Storm Labs und dann ist da Hey, willst du auch mal ein Auto unten fahren? Dingens. Du willst gerade zu meinem Fahrzeug Food Club benutzen. oder was? Oder Mit Beifahrer. Ausstatter, Solarforscher, Bootschein, Jagdlizenz, Souvenir, Frappikant, Ich habe deinen Schlüssel nicht mehr für die Kiste, In glaube ich. Genussmittel. Welche Lizenz soll ich mir jetzt irgendwie versuchen zu ergattern? Wo kann man sie holen? Ihr braucht nein, nicht Genussmittel, Stormage Foods. Ja, okay, weil dann fehlt mir noch eine Menge Geld. Wie viel kostet's? 150.000 kostet die Sache. 100. Dann müssen wir was anderes machen. Wieso, Nee, Mann? nee, die können doch für uns verarbeiten. Echt? Fuchs und ich können doch. Ja, okay, stimmt. Ja. Dann Na lass mal dann. doch hin. Ja, dann, Ja. wo ist der? Aber wir wechseln doch, oder wir fahren doch nicht mit dem kleinen Pickup jetzt dahin. Nee, wir fahren am besten mit den Dingen ins Offroad und eben fix nach Pyrgos. Da hole ich dann eben LKW und dann fahren wir zum Spargel. Aber mit Und meinem Offroader, wo ist ein also mit dem Spargel? Schwarzer kann ich ja trotzdem mehr sammeln. Warte mal, Ja, wo ist ein Spargel Spargel? ist da drüber. Über Pyrgos oder über. Oh. Bom. Ey! Ich folge euch einfach. Genau, folgt mir einfach. Und auf einmal führst du uns irgendwo hin. In den Ja. Keller. In die Ecke, wo uns denn Oh, ich bin gerade auszieht. gecrashed. Ja, Digitello und ich, wir haben ja Waffen, ihr nicht. Ja, deswegen habe ich auch gefragt, wo gibt es denn Waffen, weil ich brauche eine Handpistole, Ja, also wir haben. Handfeuerwaffe. Da musst du erstmal einen Waffenschein machen. Und der kostet, glaube ich, Gibt's 50.000. hier auch Rebellen? Ja, im Rebellenlager. Ja, Hey, okay, na gut. wo Ja, seid ihr denn hin? Ich bin einmal gecrashed und dann. ihr seid einfach weg? Ja, wir Ja, warte mal, sind mach mal langsam, mach da mal lang langsam. gefahren, Stopp, stopp, von wo stopp, wir stopp, stopp, gekommen stopp. sind vorhin. Mann, ich weiß, was ich mache. Da bist du auch schon.
Wo seid ihr? Ist der eine, warte mal, die kommen im Doppelpack immer, da kommt der andere. Ach so. Mama. Ja, der kommt, der kommt, ja, der kommt. Ja, das sind wir. Ja, er kommt. Da, wo die Hupe ist. Ey, du musst mal echt die zwei treffen, ne, nachdem du so das siebte Bier getrunken hast oder so. Und die stellen sich nebeneinander. Und dann denkst du so, scheiße, ich muss echt aufhören zu saufen, glaube ich. Quatsch. Nee, ist doch Spaß, aber Doppelzehn ist doch geil. Zwilling? Ey, da kannst du mal mit Shift fahren. Nein. Da kannst du mal mit Shift ich fahren. Ich fahre vernünftig den Gegner zu dir. Ja, dann überhole ich dich jetzt. Warte, nee. Ey! Die kommen dann nie an, die crashen die Autos vorher. Beschweren sich über dich, Cedi. Echt? Ja. Ich bin selber nicht Auto gefahren. Aber dass sie überhaupt den Führerschein gekriegt haben. Ey, warum habt ihr den Führerschein überhaupt gemacht, ey? Na, Troll muss sein. Der trollt mich. Hier wird nicht getrollt. Was machen Alter, die dahinter? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich will es gar nicht wissen, glaube ich. Ich hab fast. Ich hab fast die Laterne geknutscht. Wie schlecht bist du denn? Ich höre gleich nur noch im Horizont eine Explosion. Bombe detoniert, der Horizont blutrot, sämtliches Leben wird ausgelöscht und das ist gut so. Guck mal, der hört dann mal, was ist das? Sido? Bushido? Bushido? Nee, Neo. Okay, Neo. Irgendein Hip-Hop-Zeug. Neo Unleashed heißt der Typ. Unleashed! Hat ja, man ihn von der Leine gelassen! Der hat so eine Grievous-Maske auf. Maske? Wer trägt eine Maske heutzutage noch? Ein Sido oder was? Sido ja. Oder was? Hat der sie wieder auf oder was? Hat er gesehen, dass ich Maske aufziehe, zieht Sido wieder Maske auf oder wie? Ein Crow oder was? Crow gemerkt, oder was? Er hat gemerkt, dass er hässlich ist. Wie ist denn die neue Maske vom Crow? Ich kenne die gar nicht. Die Leute sagen immer, hast du gesehen, Crow hat eine neue Maske auf. Was denn, Ich weiß, wie Crow im Real Life aussieht. Ja, natürlich weiß jeder kann es googeln. Die neue Maske meine ich. Warte, bevor man Crow Real Life kann. Ich dachte schon, Giovanni sagt befeuchtet. Bevor! Nicht befeuchtet! Willst du etwa, dass die Videos ab 18 werden? Ja, natürlich. Okay, wenn Fuchs mit uns spielt, dann müssen die Videos leider ab 18 freigeschaltet werden. Das geht nein, nicht. Nein, ihr müsst nicht. Benehmen. Ihr müsst lieb sein. Bei meinen Donkey Kong 64 Videos kann ich ja noch verstehen, Nintendo ist ein kinderfreundliches Spiel. Kinderfreundlich sagt der über Wassermelonen redet. Oder über eine extra Banane. Was für eine extra Banane? Keine Ahnung, das ist ein Insider. Guck die Videos an von Fury. Ich kenne ja das Spiel auch noch aus meiner Kindheit und ja, da, und dieses eine Affenmädchen da eben Type. Wie alt seid ihr? Affenmädchen. Ja, Candy Kong eben Type sagt eben Type, du kannst extra Melonen haben. Und die hat natürlich voll die Oberweite. Ja, aber sie hat uns trotzdem hier kannst gegeben du ein paar extra Leben. Wassermelonen haben und dann sagt sie auch noch so Sätze wie komm näher, ich zeig dir mehr. Das soll ein kinderfreundliches Spiel sein. Wie alt seid ihr denn? 18. Ja, schon klar, dass wenn der eine 18 ist, der andere auch 18 ist. 18, Mann! Hört man nicht so wirklich uns an, finde ich. Geht so, ja, ich meine 18, Alter, wenn ich überlege. Zedai, wie alt bist du? 26? Ja, so in etwa. Nee, jetzt mal ohne Spaß. 28, gell? Mach ich dich jetzt zu alt? 22? Zedai, wie alt bist du? Ich bin jetzt im Pyrgos. Zedi! Pyrgos ist ein Zirkus. Hallo. Ha, 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 ha. Da, wo sind sie? Jetzt ernsthaft, wie alt bist du? Ja, ich bin 28. Gell? Ja. 28 ist er. Bam, das ist ein Platten. Was, der ganze Reifen? Ich hab einen Schuss gehört. Nein, nur der untere. Hier, hast du mein Auto kaputt gemacht? Nein, das ist ein Platten, aber nicht der ganze Reifen, nur der untere Bereich. Das war alles schön herumfahren. Was machst du denn da, Gino? Lässt du mich jetzt stehen? Ich sag dir, warte, du auch nicht überfahren. Ich weiß, dass du das gut kannst. So, mal Richtung Markt. Ja, wir sind am Markt und warten auf euch. Dankeschön. Okay. So gehört sich der das Mond, doch der auch. Mond geht langsam auf. Der Mond. Wenn der Mond in meinem Ghetto kracht. Heute ist Rap-Time. Rap-Time! Yeah, mein Block. Was? Rap-Time von Pokémon? Nee, Rap-Dog.
Da kannst du nichts mehr sagen, ohne dass irgendeiner sagt, ja, was von das und das und das und das? Na, anscheinend gibt's alles schon mal. Warte mal, ich muss das Licht ausmachen hier. Warte, ah, da fahren sie gerade. Sind sie. So, Licht ist aus. Boah, ich könnte schon wieder essen, ey, und scheiß Gemüter. Na, ich hab grad Kartoffelchips gebaut. Ja. Du bist so ein Verfressener. Ohne Scheiß, Mann, das ist krass. Und dann gibt's so Leute, die immer dann kommen, ah, ich hab keinen Appetit und so. Alter! Ich, oh, Drecksack. Du musst dich voll zurückhalten. Ja, ja, du gibst Lichthub, ich seh das schon. Aussteigen! Aussteigen. Überfall! Überfall! Aber sowas von, ja, du hast ja gar nichts. Lutz, ich hab euch mal nicht zu überfallen. Pack doch wenigstens richtig ein, ey. Nimm den Schwanz aus dem Mund. Schwanz aus dem Mund. Alla! auf die Schiff-Taste zu drücken, Gino. Jetzt ist er bei Lachen. So, Garage. Aber die Stimme, der, die er so verarschungsmäßig macht, so ne? Ah, die Stimme kommt mir aber bekannt vor, so wie er so verarschungsmäßig, als ob es im Fernsehen schon mal sowas ähnliches gab, irgendwie, keine Ahnung. Weiß nicht, wo das ist. Ja, ich würde mal sagen, das ist eher so meine Roleplay-Seite. Ja, das ist definitiv deine Kellerseite. Meine Kellerseite. Da hat Gino einen Pornokeller. Ja, ich muss erstmal was trinken. Wenn du Gino einen Pornokeller hast, hast du auch einen Pornokeller. Nein, ich habe keinen Pornokeller. Habe ich vergessen, mir Burger zu kaufen? Ich muss nur eben nur Essen kaufen. Also mein Name bedeutet der Gutgeborene. Boah. Erstmal Disco-Kacken hier an, aus, an, aus, an, aus, an, aus. Mein Name bedeutet der Gekrönte. Der Gekrönte? Ja. Bist du gekrönt, Mann? Okay, hier gibt's Markt, hier ist Geld. Ich brauch Money. Zedeit, der Gekrönte. Ja, halt nicht Zedeit, sondern halt dein Vorname. Ich weiß es schon. Ich verrate deinen Vornamen nicht. Ich kenn deinen Vornamen mit mir in Dings YouTube-Session in WhatsApp angezeigt. Nice one. Nice one, gell? Kenn ich da. Okay. Genauso wie einer gesagt hat, so, oh, ich werde mich nie bei YouTube zeigen und so, ne? Also das war's jetzt nicht du, keine Sorge. Das ist zum Beispiel German Let's Play. Und dann wird's mir in Facebook vorgeschlagen. Und da hat er ein Foto von sich drin. Dann Coca-Cola Light, mach die Pussy. Du hast alle Gegenstände gekauft. Hör bloß auf, Alter, ich sag dir das wirklich. Alter, was? Nein. Tanz für mich, Alter. Ratatateng! Oh mein Gott! Die können sich noch nicht mal wehren, die haben gar keine Waffen! Ich kann mich sehr wohl wehren, Mann! Was soll ich sagen? Mach dir hier! Fahr mal deine Karre aus dem Weg! Nee, mach deine Karre weg, Mann! So, genug getrollt für heute. Es steht ein Fahrzeug diese auf dem Folge? Fahrzeugspawn. Warte, falsches Auto. Welcher war es denn jetzt? Ach du Scheiße. Fuchs, wieso nimmst du eigentlich nicht so am Stück auf? Was? Hat er doch. Ach, willst du rein? Weil die Folgen werden immer circa 15 Minuten packt, immer hochgeladen. Bei wem bin ich jetzt eingestiegen? Ihr habt das gleiche Auto. Mir. Ja, bei mir. Ne, ist schlecht, weil der Zedeit holt jetzt seine. Also eigentlich ist es egal, wir fahren ja zum gleichen Ding hin, ne? Aber ja, deswegen. Ne, warte, ich hab's dir doch alles im Blick. Ich will raus, lass mich raus, du fährst wie ein Harry und der Zedeit hat seinen Panzer ausgepackt, so. Ja, so. Nichts gegen dich persönlich jetzt, nur gegen deinen Fahrstil. Also, ich mache immer 15 Minuten, weil, ja, es sind halt nur Folgen so. Jeder so, habt ihr ja alle eine Markierung beim Spargel gemacht? Also früher, als ich aufgenommen habe, habe ich immer, also meist so lange aufgenommen, bis meine Festplatte voll war. Und dann, wie gesagt, habe ich entweder auf eine andere gewechselt oder habe dann gesagt, ist erstmal Aufnahmepause. Und dann habe ich die Videos, also dieses lange Video, in 15-Minuten-Takt geschnitten. Ja, habe ich früher auch gemacht. Insgesamt sind sogar über 12 Folgen oder rausgekommen. Ja. Ich schneide jetzt aber wirklich immer nach allen 15 Minuten manuell, mache ich auf Stopp und wieder auf Aufnahme, weil ich kann die Dinger dann 1:1 hochladen. Ich bearbeite die nicht nach, weil das nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Wenn ich jetzt so ein 2, 3, 4, 5, 6 Stunden Video habe, ne, und schneide es dann immer wieder und gebe mir da voll die Mühe leisten, weil das ist zwar schön, da steckt dann Liebe drin und alles, aber es ist so viel Arbeit, dass sich es halt im Endeffekt momentan, wie ich schon fast sagen, nicht lohnt. Also, das klingt hey, du hast keine Liebe. Doch, ich mach's mit Liebe richtig. Ich cutte sie einfach da mit Liebe, wo es hingehört. Und, was, Maggi?
Mit Magie und mit allem. Nee, aber wie gesagt, wenn du halt immer schneidest und hochlädst, dann hast du danach halt weniger Arbeit. Du kannst dich mehr um deine Community kümmern, um deine Livestreamings, um dein Merchandise, um dein, ja, Familie. Hey, aber was? Ich hab mal kurz eine Frage. Ja. Was? Bei Call of Duty eben typt, seid ihr auch gespannt oder seid ihr so wie ich eben typt, dass ihr sagt, ach du Scheiße, eben typt, nur wegen den Weltkriegsszenario, wegen dem Zweiten Weltkriegsszenario? Ja, ne, wegen dem Zweiten Weltkriegsszenario ist es wieder so ein Hype, nur weil es zu den Booten zurückgeht. Ich scheiß auf Call of Duty. Ja. Nee, ich bin ich nicht. Auf Call of Duty gespielt. Nee, ich bin ein riesen Call of Duty Fan, so. Ich freue mich, dass es wieder mal zu den Wurzeln zurückgeht. Aber ja, so, aber die Beta sah komisch aus. Ey, irgendwie. Aber ohne Spaß, ich wollte nur eins sagen. Dass Call of Duty nicht nur wegen den Settings scheiße wurde, sondern Call of Duty ist für Jahr immer gleich geblieben, nur dass sich die Grafik etwas verbessert hat. Okay, außer bei Call of Duty Ghost, weil da hat es einen riesen Rückschritt gemacht und das Spiel ist technisch ein Wrack. Weil das nur Kinder spielen. Ich bin halt so einer, der auch immer gern Singleplayer gezockt hat, was immer jeder so, boah, ja, das Spiel hat einen Singleplayer-Modus. Spiel was ich immer noch gern. Was spielst du gern? Also ich spiele. Call of Duty 2, ja. Ja, mein Bruder Giovanni spielt ja eher so Call of Duty 2, aber ich bin eher so einer, der steht auch nochmal auf der Kampagne, zum Beispiel Life is Strange, Skyrim und so weiter. Die Spiele haben mich unglaublich gefesselt, Mann. Boah, ich kann mit Life is Strange nix anfangen, ey. Until Dawn, was mit Until Dawn? Ja, Until Dawn ist auch richtig geil. Oder Uncharted oder. Uncharted ist geil, ja. Ja, allgemein die Spiele, die Naughty Dog veröffentlicht hat, also das sind ja. Die sind richtig gut.